Wir sind also sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr einen besonderen Gast haben. Das ist Matti Linke. Matti Linke ist ein Texter, Poetry Slammer. Er sagt vielleicht selber, wie er sich am liebsten bezeichnet sieht. Wir sind auf Matti aufmerksam geworden vor vielen Jahren auf einer Veranstaltung. Und Matti hat uns echt überzeugt mit seinen tiefgründigen Texten. Und vielen lieben Dank. Ihr Lieben, vielen lieben auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Und schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, hier sprechen zu dürfen, hier das Programm etwas anreichern zu dürfen und mit einem Text also mitgestalten zu dürfen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wurde ich also gebeten, einen Text extra für heute zu schreiben, mich mit diesem Ort auseinanderzusetzen, mich mit den Absichten der Veranstaltung auseinanderzusetzen. Und all das, diesen Auftrag habe ich also bekommen, bevor die Geschehnisse des Zeitgeschehens also stattgefunden haben, bevor es zu diesem Angriffskrieg gekommen ist. Jetzt war ich in der Bredouille und habe mir gedacht, was mache ich? Alles, was ich über Krieg sage, konnotiert man sowieso automatisch mit der Ukraine. Und ich muss euch nicht erzählen, wie schlimm der Krieg ist. Ich muss das Leid, das der Krieg verursacht, nicht in lyrische Worte packen, mit schönen Reimen irgendwie umschreiben. Das fände ich sogar anmaßend. Deshalb habe ich mir eine besondere Perspektive erlaubt. Ich schreibe seit längerer Zeit mit einem guten Freund von mir. Er wohnt in Russland, da studiert er und wir schreiben schon länger und telefonieren. Und natürlich findet er das, was da passiert, ganz, ganz schrecklich. Und deshalb möchte ich gerne aus seiner Perspektive sprechen. Er wohnt in Novosibirsk und studiert dort Geologie und wohnt in so einem kleinen Studentenwohnheim auf 16 Quadratmeter mit seinem Zimmergenossen, also in so einem Stockbett mit so einer geblümten Bettwäsche und so Küchenschaben, die da langlaufen. Schickt mir immer Bilder, so, da ist noch eine. Und ich so, schön. Und die gehen auch irgendwie nicht weg. Und deshalb möchte ich gerne von meinem Freund Evgeni erzählen aus Novosibirsk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Text. Oh, eins habe ich vergessen. Meine Disziplin verlangt es, Zitate anzugeben. Es muss ja alles selbst geschrieben sein, aber ein Zitat habe ich eingebaut, und zwar von einem gewissen Herrn Montgomery, der auf historische Art und Weise hier mit diesem Ort verbunden ist, wie wahrscheinlich viele von euch wissen. Der hat einen Satz gesagt, den ich also am Ende meines Textes noch einmal wiederhole. Er hat gesagt, "Now that the war is over, we have to win the peace." Jetzt, da der Krieg zu Ende ist, müssen wir noch den Frieden gewinnen. Anfangs hat es deinen Zimmergenossen noch gestört, wenn du bis spät in die Nacht am Schreibtisch sitzt. Nicht, weil er sich um deine leere Mütze Schlaf sorgte, sondern weil ihn das Klicken von Tastatur und Maus vom Einschlafen abgehalten hat. Aber auch daran gewöhnt man sich, so wie man sich an die geblümte Bettwäsche gewöhnt, an das quietschende Stockbett oder das Dröhnen des Kühlschranks. Man gewöhnt sich daran, sich Dusche und WC mit dem ganzen Flur zu teilen, an den Ausblick auf schneebedeckte Birken bis in den April. Manche sollen sich sogar an die Küchenschaben gewöhnen. Du hast irgendwann aufgehört, jede einzelne zu fangen. Es sind ja doch zu viele. Ein Mädchen hat mal erzählt, dass ihr nachts eine in den Mund gekrochen sei. Und so sitzt du mal wieder bis spät in die Nacht am Schreibtisch. Du nennst das Burning the Midnight Oil, das Mitternachtsöl verbrennen. Und du lernst für dein Geologiestudium irgendwas über Aluminium oder Sedimentschichten. Steine, denkst du. Damit beschäftige ich mich also. Ewige Prozesse, die die Erdkruste formten, mineralisch, magmatisch oder andere Sorten. Gestein, sagst du laut. Und dein Zimmergenosse stöhnt. Der kleine Heizkörper gluckert und das Kühlschränkchen dröhnt. Gestein, denkst du dann still und hörst Musik über Bluetooth. Doch seit man Spotify sperrte, nur noch per Playlist bei YouTube. Zuhören, denkst du dir. Du hast zugehört bei der Neujahrsansprache von Putin. Noch etwas Geduld, hat er gesagt, dann wird unser Land an der Spitze der Welt stehen. Du hast regimekritischen Nachrichtensendern zugehört, bis man sie verboten hat. Du hast zugehört, als dein Professor sagte, versuchen Sie einfach nicht an alles zu denken. Du hast zugehört, als deine Mutter sagte, hör auf, zu den Protesten zu gehen. Zuhören, denkst du dir. Nicht den Kopf abschalten, schwörst du. Nicht weghören. Weghören, die neue Volksdisziplin. Weghören, die neue Allgemeinmedizin. Bloß nicht daran gewöhnen.
Als wäre der Krieg Teil vom Alltag, nichts als ein weiteres Zahnrad, so wie der Matsch auf den Straßen und das in Stockbetten schlafen und wie die ewigen Schaben, die am Tapetenleim nagen, sich wieder dem Gestein widmen und diesen ewigen Prozessen, Öl- und Gasvorkommen messen, Gas, das Panzer finanziert, die dann das Nachbarland besetzen, sich wieder dem Gestein widmen. In welcher Tiefe etwas liegt. Wer tiefer gräbt, der stößt auf Kies. Darüber Sand, darüber Lehm, darüber Erde, dann der Krieg. Sich wieder dem Gestein widmen. Doch deine Augen sind längst eckig. Das Stockbett wartet, es ist fleckig. Wenn dieser Tagtraum jemals endet, sagst du, sei so gut und weck mich. Weißt du, tippst du auf dem Bildschirm, auf dem du Leid siehst, der dich ablenkt, der dir die Welt zeigt und dich einschränkt? Weißt du, tippst du in dein Smartphone an einen Jungen 5000 Kilometer westlich. Weißt du, ich hätte wirklich viel zu sagen und mit diesem Schweigen will ich brechen. Am liebsten würde ich hier von meinem Schreibtisch direkt zur ganzen Menschheit sprechen. Liebe Welt, würde ich dann sagen. Wer Hilfe braucht, dem helfe ich weiter, dem reiche ich sofort die Hand. Also hasst den Krieg und dessen Treiber, aber hasst nicht mein ganzes Land. Für jedes falsche Wort der Lüge, jeden Quadratmeter, der brennt, für jede Träne unserer Brüder bin ich ratlos und beschämt. Man sagt, wer schweigt, der macht sich schuldig, der hilft dem Kriegsleid leise mit. Doch das sagt sich leicht in einem Land, in dem noch Meinungsfreiheit gilt. Ich war so stolz auf mein Zuhause. Stolz auf mein Land, in dem ich lebe, auf unsere großen Frauen und Männer, in dessen Fußstapfen ich trete, auf unsere Wissenschaftler, Sportler, Musiker, Schriftsteller, Künstler und unseren Glauben, der uns schützt, auf jeden Menschen auf der Straße, der dich von Herzen unterstützt. Ich wusste, wofür ich studierte, warum ich Steinbrocken vermisst habe, um wer zu sein, der seinem Land dient, das sich durch sein Wirken verbessert. Aber jetzt erforsche ich bloß noch Steine. Jetzt fehlt mir sämtlicher Bezug. Ich will kein Teil von einem Land sein, das einem anderen Unrecht tut. Ob wir den Krieg wohl gewinnen oder verlieren werden? Diese Frage höre ich häufiger. Aber einen Reim kann ich mir nicht darauf bilden. Für mich hat die Niederlage mit dem ersten Tag des Krieges begonnen. Gewinnen könnten wir nur noch, wenn wir die Waffen sofort niederlegten. Vielleicht werde ich ja noch mal Zeuge einer großen Veränderung in Russland sein. Einer historischen Veränderung. Eine demokratische Bewegung. Man darf ja noch hoffen. Aber bis es soweit sein wird, liege ich weiter in meinem Stockbett und träume nachts davon, mich in eine Schabe zu verwandeln. Noch höre ich meinen Zimmergenossen weiter schnarchen und den Kühlschrank weiter dröhnen, an dem ein bunter Magnet hängt, den mir ein Junge aus 5000 Kilometern Entfernung geschickt hat. Vielleicht werden meine Steine irgendwann einen neuen Sinn ergeben, wenn die Gewalt endlich endet. Und wir dem Bekriegen entrinnen, so müssen wir nach dem Krieg erst noch den Frieden gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.